Hi Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und zwar geht es heute weiter. Wir verbauen in die Kiste heute eine Standheizung. Ich werde euch gleich mal zeigen, was ich da verbauen werde. Es ist eine ganz einfache, billige China-Standheizung. Ich habe jetzt in mehreren Videos gesehen, dass die auch gut sein sollen. Wir probieren es mal damit. Ich werde das ganze Setup auch so einbauen ins Auto, dass ich es ohne Probleme zurückbauen kann. Das heißt, die Standheizung bekommt ihren eigenen Tank. Ich gehe jetzt erstmal nicht an den Tank vom Wagen. Der bekommt einen externen Tank. Auch die Stromversorgung läuft über eine externe Batterie, sodass, wenn ich wirklich nicht zufrieden bin mit dieser Standheizung, dass ich die ohne Probleme rausreißen kann und eine qualitativ hochwertige einbauen werde, denn wenn es mit der nicht funktioniert. Auf jeden Fall zeige ich euch jetzt erstmal die ganzen Sachen, die ich einbauen werde. Und dann muss ich noch ein paar Kabel vorbereiten für die Batterie, um die anzuklemmen. Aber das zeige ich euch gleich. Ich zeige euch jetzt erstmal ein paar Sachen, die ich da verbauen werde. So, hier haben wir den Tank. Das ist ein 5 Liter Tank. Ja, das ist die Standheizung. Das ist übrigens eine 5 kW Standheizung. Ja. Das ist halt die Dieselpumpe, den Auspuff. Ich habe mir bessere Dieselleitung besorgt, weil die dabei war. Das war so eine Billigleitung. Nehmen wir Steuersystem, eine Fernbedienung nochmal, Hitzeschutzband. Ja, das sind halt die Lüftungsrohre. Das ist für die Frischluft. Und das ist die kleine Batterie, die ich verbauen werde. Das ist eine 12 Volt Batterie, 15 Ampere. Ich denke, die wird erstmal ausreichen. Werde ich sehen. Auf jeden Fall werde ich als erstes, muss ich jetzt hier die beiden Kabel, das ist die Plus- und Minusleitung, da kennt man es, ja, werde ich jetzt vorbereiten. Da werde ich jetzt so eine Kabelschuhe oder so, ich glaube, so heißen die, das sind die Hänger hier, werde ich drauf machen, damit ich sie halt hier an die Befestigung ranbekomme. Ja, und damit beginnen wir jetzt. So, jetzt ziehen wir als allererstes den ersten Schrumpfschlauch drüber und den größeren natürlich auch. Jetzt werde ich diesen Kabelschuh oder Kabelbefestigung, ich weiß jetzt nicht, wie das Ding heißt. Ihr könnt es gerne mal in die Kommentare schreiben. Dann weiß ich, wie der Teil heißt für das nächste Mal. So. Schön aufstecken. Gut fest. Jetzt werde ich als erstes den kleinen Kabel Schrumpfschlauch, naja, wie auch immer, so. So, und das war's schon. Jetzt mache ich das gleiche für die Minusleitung auch nochmal. So, ich habe jetzt die Plus- und die Minusleitung habe ich jetzt fertig. Sieht ganz vernünftig aus, ist schön fest. Ich kann es euch ja mal zeigen, wie ich jetzt an die Batterie dann anklemme. Und dann können wir auch einmal gleich einen Funktionstest machen von der Standheizung. Wir nehmen erst die Plusleitung. Und dann die Minusleitung ran. Genau, das sitzt schön fest. Und dann können wir auch gleich sehen, es ist schon die Standheizung angegangen. Oder betriebsbereit, würde ich fast sagen.
Und wir machen sie mal an. Na, jetzt. So, die Standheizung läuft auf jeden Fall schon mal. Ich denke, sie wird noch nicht volle Touren laufen. Erst wenn sie natürlich ihre Betriebstemperatur bekommen hat oder ihren Kraftstoff. Ich weiß nicht genau, wie so ein Teil aufgebaut ist, wie sowas läuft. Auf jeden Fall bis jetzt hält sich die Geräuschentwicklung echt im Rahmen. Ihr könnt ja selber mal hören, ob ihr was hört. Ich denke, man hört was. Aber es ist echt leise. Jetzt warten wir mal. Irgendwann müsste jetzt die Dieselkraftstoffpumpe, die müsste jetzt bald anspringen. So, jetzt ist die Kraftstoffpumpe auch angegangen. Ich weiß nicht, ob ihr es hören könnt. Auch das Geräusch geht. Wenn die nachher unten in der Kiste drin ist, denke ich nicht, dass man da noch viel was hört. Irgendwas spuckt die jetzt aus. Ich weiß jetzt nicht, ob es von der Mechanik ist, um die zu ölen oder so, weil es fässt sich ziemlich ölig an. Es riecht auf jeden Fall nicht nach Kraftstoff. Ich werde sie jetzt auch gleich wieder ausschalten. Ich wollte halt nur mal gucken, ob alle Komponenten laufen. Und so hört es sich auf jeden Fall an. Ich werde es jetzt erstmal wieder ausschalten. Ja, jetzt fährt die noch mal ein bisschen hoch. Das Gebläse wird auch doller. Okay. Ich denke, das wird sie machen aus Schutz, um sich dann nachher nicht nochmal zu überhitzen, dass die Restwärme, die noch da ist, dass sie besser rauskommt aus dem Gerät. Ich habe keine Ahnung, aber ich vermute es halt so. Ja. So, die Standheizung ist jetzt aus. So, nachdem ich jetzt alles getestet habe und soweit für mich in Ordnung ist, dass es funktioniert, werde ich jetzt zum Auto gehen, die ganzen Sachen mal anbauen, den Tank mit Diesel befüllen und schauen, ob das alles so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Drückt mir die Daumen. Wie gesagt, auch mein erstes Mal, dass ich sowas mache. Ich habe gar keinen Plan von dieser Materie. Ich habe mir jetzt einige Videos bei YouTube angeguckt darüber und es ist kein Hexenwerk. Ja, wichtig ist, dass man alles gut verschraubt, dass alles dicht ist, weil man will ja auch keinen Kraftstoff irgendwie im Auto haben oder im schlimmsten Fall im Brand oder irgendwie sowas. Ja, naja, wie gesagt, wir gehen jetzt zum Auto, bauen das alles mal an. Caro darf natürlich wieder unter das Auto kriechen, da komme ich ja nicht runter. Ja, und dann drückt mir die Daumen, Leute. Bis gleich. Ich habe den Boden wieder drüben gebaut, dass man den rausnehmen kann, um eventuell mal ran zu müssen an die Standheizung oder so. Ich habe die Bohrungen, die habe ich schon in dem Blech drin. Das hat ein Freund von mir gemacht, der liebe Patrick. Schöne Grüße, vielen Dank dafür. Ja, jetzt werden wir einmal die Standheizung einsetzen, gucken, ob alles passt. Und wenn das passt, dann bauen wir die zusammen und ein oder schließen die an oder wie auch immer. Wir installieren sie. Wir installieren sie. Aha. Okay. Ich würde sagen, du kletterst, du kriechst unter das Auto. Und ich gebe die von oben durch und dann schauen wir mal, ob alles passt. Ja. Ich würde sagen, da kannst du die Kamera mit und das Auto nehmen. Nein, nein, nein. Hi. Was machst du jetzt? Ich bringe gerade die Belüftung an.
Ich würde es euch gerne zeigen, aber hier ist einfach alles dunkel. Ich habe es probiert, geht nicht. Ich habe hier leider nur zwei Punkte, wo ich das befestigen kann. Und ich muss gucken, wie ich das jetzt weitermache. Aber ich brauche jetzt erstmal etwas zum Durchschneiden, weil ich habe hier was falsch gemacht. So, die Standheizung ist jetzt drin. Wir werden euch nachher so gut wie es geht von unten eine Aufnahme zeigen, wie wir das gemacht haben mit dem Abgasrohr und dem Zuluftschlauch. Wir fangen jetzt an, den Deckel hier abzubauen wieder, um die Heizungsrohre hier in den Kasten reinlaufen zu lassen, dass die warme Luft einmal hier oben rauskommt und einmal da vorne. Genau. Beginnen wir an. So, jetzt seht ihr erstmal ein Teil, was wir euch im Bau der Kiste nicht gezeigt haben, weil das speziell für die Standheizung gemacht wurde. Tada! Das haben wir alles mit Aluminium verschraubt und mit Amaflex. Was dann? Sika. Sikaflex. 252 verklebt, dass es beim Fahren nicht raschelt. Dass keine Vibrationen entstehen. Genau, aber das, wie das jetzt hier entstanden ist, seht ihr jetzt. So, wir sind jetzt im Auto. Wir werden die Aluminiumbleche jetzt verkleben und reinschrauben, anschrauben. Wir benutzen zum Ankleben Sikaflex 252. Ja, fangen wir mal an, ne? Das ist sehr hartnäckig, das Zeug. Weil es auch sehr warmes Wetter draußen ist. Wir machen nur punktweise, dass einfach beim Fahren nicht anfängt zu vibrieren. Dass wir einfach in Ruhe fahren können. Aber ich würde mal sagen, das mache ich alles auf Speedy Gonzales Modus. So, ich habe es jetzt alles mit Sikaflex vollgemacht. Jetzt werde ich es dran kleben und dann nochmal verschrauben. Ich zeige euch auch gleich, welche Schrauben wir dafür verwenden. Soll ich mal Licht anmachen? Ich glaube, du musst die Kamera mal mit reinnehmen. Warte, ich klebe das kurz rein, dann nehme ich euch kurz mit hier ran. Tut mir leid, aber ich muss da noch staubsaugen. So. So, das ist hier die Metallplatte. Falls ihr mir nicht glaubt, guckt mal. Ja, ist alles schwarz, man sieht nicht viel, aber es ist da. So, jetzt bräuchte ich mal Werkeschraube. Die Nägel? Schrauben. Schrauben? Hast du? Nein. Doch? Nein. Keinen Schrauben habe ich nicht. Ich auch nicht. Ich habe sie nicht. Ich habe sie auch nicht. Beim ersten Mal. Nee, schnick, schnack, schnuck. Schnick, schnack, schnuck. Du läufst. Wollt ihr mal sehen, wie ich aus diesem Auto klettern muss? Ja, zeig mal. Ja, zeig. Erstmal muss ich die Vorderfahrertür aufmachen. Ja, da habe ich hier einen 20 cm Spalt. Unten ist es mit 90 cm. So. So muss ich raus und die scheiß Schraube holen. Ich zeig mal unsere Markise. Wir haben eine richtig geile Markise. Die schützt uns vor Wind und Wetter. Ich bin wieder zurück. Und wir benutzen zum Befestigen
Ich glaube, das sind Metallschrauben. Ja, Holzschrauben. Hä? Holzschrauben. Holzschrauben. Vom Bauhaus. 2,5 mal 13. Ich finde die so niedlich. Guckt euch das an. Kleine witzige kleine Schrauben. Das sind Babyholzschrauben. So, ich werde das jetzt hier alles befestigen. Dass es dann so aussieht wie hier auf der Fläche. Ja, nach den Schrauben sehen wir uns dann wieder. So, die Platte ist jetzt drin und angeschraubt. Man sieht jetzt besser durch die ganzen kleinen Schräubchen hier. Jetzt mache ich die Platte noch rein. Ja. So, ich mache jetzt die, wie sollen wir die nennen? Zwischenplatte für die Heizung. Ja, Zwischenboden. Zwischenboden. Nein. Die ist echt auf Millimeter genau irgendwie. Da hat Schreiner Daniel gute Arbeit geleistet. Mhm. So. Genau. Schreinermeister bin ich jetzt mittlerweile. Ja. die Platte muss jetzt noch einmal hier befestigt werden. Ich zeige das euch mal kurz. Die muss jetzt noch hier befestigt werden, mit diesem Holz. Hier muss sie noch befestigt werden. Und dann muss hier noch eine Platte davor kommen. Genau. Hier kommt noch was hin, da kommt noch was hin. Da noch eine Platte drauf. Wir bauen eine Standheizung ein. So, jetzt werden wir hier so eine Heizungsrohre, nenne ich jetzt einfach mal, werden wir jetzt verbauen. Davon haben wir 4 Stück. Jetzt gehen erstmal alle 4 Stück in die Heizungskiste, sage ich jetzt mal rein. Später werden wir die nochmal öffnen und 2 von diesen Heizungsrohren rüber in die Außenkabine, sage ich jetzt einfach mal, verlegen. Ja. Aber das kommt dann halt später erst, wenn das Hardtop da ist und alles ausgebaut wird hinten drin. Jetzt machen wir erstmal weiter mit der Standheizung. Die Dinger kann man gut flexibel auseinanderziehen, also da geht einiges. Ja. Nur halt nicht zu doll zu drücken oder so, weil es halt auch nur, ich denke, aus Alu besteht oder so. Und dann sind die ziemlich schnell verbogen. Also wie gesagt, so kriegt man die original geliefert und weiter. Das kriegt man dann raus. Ein ordentlicher Rüssel. So, die führen wir jetzt. Willst du mir mal die hier durchgeben? Ich darf sie lang hier, weil ich krieg das schon hin. Warte. So. Okay, dann brauche ich noch eine Schelle. Weil jede Rohr kriegt jetzt von uns so eine Schelle. Eine ordentliche Rohrschelle. Willst du sie schon dran machen? Ja klar, mach ich die jetzt dran. Ich habe sie jetzt nur leicht angezogen, dass sie mir schon vom Rohr rutschen. Wie beim Bagger. Genau. Das werden wir jetzt einfach nur mit so einem Stück Hitzeschutzband einfach fixieren. Wir schneiden es ein Stück ab, legen es einfach rüber und hoffen das Beste. So, wir haben jetzt die Rohre rangemacht. So sieht es aus. Hier haben wir das einfach, ich weiß nicht, wie man das nennt. Ich habe einfach ein langes Band genommen, einmal drunter gelegt, einmal drüber gelegt. Hier eine Schraube, da eine Schlaufe. Ja, wie eine Schlaufe. Die Rohre zeigen so ein bisschen nach oben. Jetzt machen wir erstmal den Deckel wieder drauf. Und dann muss man noch die Batterie einbauen. Also kommt die Batterie rein, die Pumpe muss noch verbaut werden und der Tank. Genau. Ja, und dann können wir sie anschmeißen. Ja. Wir müssen jetzt als erstes die Pumpe anbauen. Die Pumpe bauen wir hier an.
Oh, ist okay. Kann sich bewegen. Ist nicht dran. Ist okay. Bevor wir irgendwas anderes machen, müssen jetzt die beiden Gurte, die wir haben, einmal für die Batterie und für den Tank, machen wir einfach so ein Gurtsystem erstmal. Ja, dass die so ein bisschen fixiert sind, ne? Ja. Oder? Und gucken, ob das ausreichend ist. Wenn nicht, holen wir noch mal Gurte nach und nehmen mehr Gurte. Also, wir haben jetzt die Bänder ist an den Boden befestigt. Hier ist für den Tank. Haben wir mit 4 gemacht, weil mit 5 Litern kann das sehr schwer werden. Und hier einmal für die Batterie. Dass genauso drauf kommt und dass man das dann ordentlich zumachen kann. Wir werden das jetzt einbauen und dann nehmen wir euch dann weiter mit, wie wir das alles anschließen. Und danach gehen wir Döner essen und werden die Standheizung mal ausprobieren. Die ist auch nämlich echt toll. Okay. Okay, wir haben jetzt eigentlich soweit alles dran. Ne? Plus und Minus. Das ist für die Fernbedienung. Die Fernbedienung werden wir jetzt erstmal. Ja, die Fernbedienung werden wir erstmal hier draußen anbauen. Weil wir noch nicht ganz genau wissen, ob wir das Bedienteil hier an der Kiste befestigen oder doch vielleicht hinten mit ins Hardtop nehmen. Es gibt auch noch eine Fernbedienung mit dazu. Aber wir werden sie jetzt erstmal hier außen befestigen, dass sie erstmal dran ist. Diesel habe ich auch schon ein bisschen eingefüllt, 2 Liter. Um erstmal nur zu testen, ob die läuft und ob alles glatt geht. Feuerlöscher haben wir auch bei. Und ich würde sagen, wir schrauben das Bedienteil jetzt schnell mal an. Und dann können wir eigentlich auch schon Döner essen gehen. Die Standheizung in Betrieb nehmen. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Na. Okay, dann komm mal raus, dann schrauben wir es mal schnell an. Kann ich nicht hier drin bleiben? Ja. Kannst du auch machen. Ich muss dich doch filmen. Einen Akkuschrauber geben bitte. Natürlich. Okay. Bitte. Nein, da guckt nichts durch. Sehr gut. So, dann können wir sie jetzt eigentlich in Betrieb nehmen. Ja, let's go. Ich bin schon ein bisschen aufgeregt. Ich auch. So, Strom ist drauf, komm raus. Also ich hoffe, man kann es so ein bisschen erkennen. Ja. Karottenfeuerlöcher. Okay. Was steht da drauf? Go? On? Ja. Soll ich schon drücken? Drücken was? Hier steht Press 1 und Press 2. Wo? Hier. Ach so. Nee, noch nicht. So, also die Standheizung auf jeden Fall läuft schon mal. Man hört sie. Jetzt warten wir natürlich nur noch. Die Pumpe muss irgendwie anfangen zu tacken.
oder die Standheizung läuft. Es kommt extrem schön warme Luft raus. Deswegen haben wir auch in den Kasten alles mit Alublechen verkleidet, nur um sicher zu gehen. Die Lautstärke ist okay. Ich denke, es wird auf der Kamera ein bisschen anders rüberkommen, wie es wirklich ist. Es riecht jetzt noch ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen chemisch. Ich denke, da muss ich erst alles einbrennen, die ganzen Fette und Öle oder was da drin sind, dass die erstmal richtig verbrennen. Wir lassen sie jetzt auf jeden Fall laufen. Alle Fenster sind offen, dass die Gerüche raus können. Wir haben am Auspuff haben wir noch keinen Schalldämpfer dran. Ich werde euch gleich noch mal eine Aufnahme von draußen zeigen, wie laut sich das jetzt noch anhört. Aber wie gesagt, da kommt noch ein Schalldämpfer ran. Und ich hoffe, dann ist es etwas erträglicher. Ja, unser erstes Mal, dass wir sowas überhaupt gemacht haben. Es ist jetzt noch, sieht das alles ein bisschen provisorisch hier aus. Wie gesagt, die Batterie kommt ja nachher wieder weg. Die kommt ja an die Zweitbatterie angeschlossen. Und dann werde ich mir hier für den Tank, der ist wirklich stabil drin. Aber da werde ich mir auf jeden Fall noch eine bessere Halterung einfallen lassen. Wie gesagt, das ist jetzt erstmal wie so ein Testlauf für uns. Um zu gucken. Ich bin happy, dass es geklappt hat soweit. Ja, jetzt baue ich den Deckel noch mal ein und die Klappe rauf. Mal gucken, wie dann die Lautstärke ist. Kannst du mir mal bitte geben? Also das Klackern hört man jetzt schon fast gar nicht mehr. Von der Pumpe. Und Leute, wir freuen uns. Jetzt können die kalten Tage kommen. Ich weiß, es ist ein kleines, kurzes Video geworden und vielleicht hat man nicht alles gesehen, was man hätte zeigen können, aber es ist extrem eng dort gewesen und es hätte nichts gebracht, wenn ihr nur irgendwie die Finger gesehen hättet, wie die da irgendwie fummeln. Ich hoffe, das Video hat euch trotzdem gefallen. Ja, wie gesagt, nächsten Sonntag kommt ein neues Video. Lasst einen Daumen da. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr vielleicht hättet anders machen sollen. Oder was ihr anders gemacht hättet. Ja, abonnieren nicht vergessen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis nächsten Sonntag. Ciao.